Und ab in die zweite Stunde Grundangeln Light hier an der Tunguska. Hier geht das immer richtig gut, denn hier können wahnsinnig viele unterschiedliche Fische reingehen, die man tatsächlich im Grund Light auch ganz einfach als Wochenrekord abschließen kann. Natürlich, Anfang der Woche mal eben so ein paar Grundleitrekorde machen, gar kein Problem. Funktioniert allerdings auch immer wieder ganz gut gegen Ende der Woche, denn hier ballert wahnsinnig gut immer mal wieder was rein. Naja, wo halt vielleicht nicht so viele drauf angeln, was vielleicht ein bisschen seltener ist und dementsprechend hat man eben durchaus realistische Chancen, mal so einen schönen Wochenrekord abzuhaken auf Grundangel-Light. Das ist auch gar nicht schlecht. Hier geht der nächste rein. Gucken wir mal. Ja, Pelletmarinen sind quasi die, die wir hier nicht haben wollen. Zumindest nicht in klein. Und ich stehe jetzt hier schon die erste knappe Stunde. Also die erste Nacht sozusagen hier schon gestanden. Anfangs ist gerade komplett auf 6 Meter Clip. 6 Meter weit raus. Und auch nur mit einem 20er Haken und Köcherfliegenlarve. Jetzt habe ich ein bisschen Variation reingebracht. Jetzt muss weiter probiert werden. Also ich werfe weiter aus, jetzt auf 8 Meter. Guck mal hier. Jawohl. Was haben wir denn da? Eine dicke Muschel. Muscheln hier, ne? Muscheln ballern hier ohne Ende rein. Wir gucken gleich mal den Kescher. Also 8 Meter jetzt weit und ein bisschen andere Köder in Kombination. Und dann gucken wir gleich mal, was denn hier alles reingeht. Tunguska Rotauge, auch immer wieder mit dabei. Das jetzt hier mal auf Zuckmücke. Zuckmücke habe ich jetzt dabei. Borkenkäferlarve und immer noch die Köcherfliegenlarve. Denn hier gehen immer noch auf Köcherfliegenlarve richtig gute Brocken. Und welche, die ich auch tatsächlich noch als Trophy brauche. Von daher einfach weiter testen. Ne? Dazu jetzt hier, wie gesagt, mit 18er Haken. Wir gucken uns gleich die Setups natürlich nochmal an. Grundangeln Light. Manche wissen es halt noch nicht so ganz genau. Was ist denn das da eigentlich mit dem Grundangel Light? Warum gibt es denn das und wie stellt man das überhaupt ein? Sehr schön. Könnte ein Wochenrekord werden. 71 Gramm. So, zack, wieder runter. Also, Grundangel Light. Wenn wir Escape drücken, in die Rekorde reinschauen, haben wir hier oben natürlich Grundangel Light. Eigentlich haben wir hier alles erklärt. Also, Rekorde an für sich. Hier oben mit Light, Ultralight, also man braucht halt die UL-Route. Bei Light braucht man eben eine Light oder Ultralight, dann ist man da in den Rekorden drin. Bei Stippe natürlich eine Stippe. Und beim Grundangeln Light ist es so, dass man hier reinkommt in die Rekorde, wenn man eine Winkelpicker, eine Fiederroute oder eine Karpfenroute hat, also eine Grundroute, egal welche Route. Aber die Begrenzung hier ist, man braucht eben eine kleine Rolle. Und kleine Rollen sind 1000er, 2000er, 3000er Rollen. Wenn wir jetzt hier also schauen bei den Rollen, die haben hier, das sind hier alles 2000er Rollen. Eine 1000er habe ich gerade gar nicht. Oder eben hier die 3000er Rollen. Die kann man dafür verwenden und dann lübt das. Und hier vom Setup, hier war glaube ich was drauf, genau. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Was haben wir denn da? Och, die hat sich aber angestellt. Da hatte ich doch schon eine größere. Habe ich hier so ein dünnes Vorfach? Nö. Nö, ganz normal. Also, so sieht das Setup hier gerade aus. Das ist das Setup, was ich natürlich gerade auch verwende fürs Angeln am Kupfersee. Also, schön mit der P-Series 3000. Absolutes Sahneteil. Richtig, richtig cool. Super wenig Verschleiß. Und der Vorteil, man kann es natürlich auch noch reparieren, diese Rolle, wenn die dann irgendwann mal durch ist, am Simon Shop am Bernsteinsee und da hat man dann natürlich nochmal einen besseren Preis als im Normalshop. Ja, hier jetzt gerade mit 6,8 Kilo, denn hier können auch mal ein bisschen dickere Brocken reingehen, also ich bin nicht so super fein und zart unterwegs. 6,8 Kilo Karpfen-Vorfachsmaterial und dann locker auswerfen. Mir fällt gerade ein, ich könnte das Blei ändern. Wenn man es noch besser machen will, ändert man das Blei. Wir haben hier mit Sicherheit auch steinigen Untergrund. Also nimmt man eine Bleifarbe Stein und dann ist das gut. Seeelritze, 50 Gramm. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Nehmen wir alle gerne mit. So, direkt wieder raus hier. Auf 8 Meter jetzt. Und dann gucken wir hier mal ganz kurz rein. Das hier ist das.
Das ist das Setup hier jetzt mit der Borkenkäferlarve, auch hier auf 18er. Wie gesagt, gerade eben war ich komplett auf diesem Setup hier. 20er Haken ist also noch unverändert. Hier habe ich den Haken gar nicht vergrößert. 20er Haken, Köcherfliegenlarve und ab dafür. Und dann ging da auch tatsächlich schon einiges rein. Ganz, ganz, ganz kunterbunt. Was aber auffällt, jede Menge Muscheln. Muscheln, Muscheln, Muscheln. Also wirklich einige Muscheln jetzt hier schon drin. Das ist gar nicht so verkehrt. Einige Pellets. Ich habe schon ein paar weggeschmissen von diesen kleinen unmaßigen. Aber auch hier, wenn wir nach Gewicht sortieren, 1,3 Kilo Pelletmarine auch schon mit drin. Prosopium mit reingegangen. Das ist natürlich auch richtig, richtig cool. Maßiges Prosopium. Sibirischer Hasel, 184, auch hier auf Köcherfliegenlarve. Also auch das ist natürlich nice. Das ist natürlich auch witzig hier. Also das macht natürlich dann auch für die Rekorde. Ja, kann man natürlich schon mal mitnehmen. Wobei es gibt bestimmt auch noch Experten, die dann hier irgendwann mit den dicken, fetten Ködern reingehen. Und dann ballern da natürlich auch dementsprechend die ganz großen Brocken rein. Pelletmarine auf Zuckmückenlarve. Das ist nicht schlecht. Also das ist auch tatsächlich nicht schlecht, wenn man einfach nur Pelletmarine fangen will, um Cash zu machen. Also wenn das klappt hier, einfach auf entspannt mit ganz kleinem Setup. Wenn man das tatsächlich als Silberquelle nehmen will und weniger Rekorde fangen will, dann macht man hier vielleicht einen 6er Haken drauf, Zuckmückenlarve und dann gib ihm. Und dann richtig reinballern. Weißt du was? Wir können ja noch mal ein bisschen testen hier. 6er. Wir gehen noch mal ein bisschen größer. Ich nehme noch mal einen 16er Haken. Nehme ich auch immer wieder gerne. Zuckmückenlarve auch noch mal drauf. Und dann gib ihm. Aber dann verliere ich natürlich einiges an anderen kleinen Fischen. Und das wäre natürlich auch schade. Und die nächste Pellet. Na, schau mal an. Auf Borkenkäferlarve auch. 18er Haken. Das ist nicht schlecht. Also, wenn das hier so läuft mit Pelletmarine und da geht direkt der nächste rein, hier in den Abendstunden, warum nicht dann noch einfach hier ein paar Pelletmarinen mitnehmen? Was waren die vom Preis? 6 Silber. Nochmal 6 Silber. Ja, hier wieder 6 Silber. Das ist nicht schlecht. Wenn dann die Frequenz stimmt und man kann hier schön auf entspannt die Pelletmarinen rausziehen, dann nehmen wir die doch auch gerne mit fürs Hash machen. Ja, jetzt kommt die Nacht. Heißt, ich gehe gleich tatsächlich wieder runter auf die 20er Haken und ich hoffe hier nochmal auf, ja, entweder die Ritzen oder vielleicht eine Groppe oder irgendwie sowas. Also irgendwas Kleines, was in der Nacht reingeht. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, ob da was funktioniert. Ritze schon wieder, 50 Gramm, mehrere jetzt schon. Mit 50 Gramm, wo sind sie? Die Seeritzen bis hin zu... 71 war bisher die Größe, okay. Jo, also auch das gar nicht so schlecht. Oder ich bleibe einfach mal auf der Zuckmücke, relativ groß. Vielleicht triggert das ja auch noch. Ich habe keinerlei Futtermische oder sowas drin. Einfach nur rauswerfen hier, verschiedene Weiten einfach testen. 6 Meter, 8 Meter, vielleicht mal auf 10 Meter testen. Und das war's. Andere Möglichkeit natürlich auch hier ein bisschen weiter links davon. Eigentlich hier der gesamte Bereich, der gesamte Nahbereich hier an der Tunguska immer wieder mal testen, bis hier oben hin, bis hier so in die Kurve ungefähr, da klappt das ganz gut. Und dann an für sich immer mal wieder auch hier hinten, also ganz oben in diesem Bereich, wo das Gewässer fast endet oder wo es anfängt ja eigentlich der Seitenarm, da in dem Bereich auch da immer mal wieder testen, gerade eben auch für die der sibirische Gründling und sowas. Ne? Also das geht da auch immer wieder ganz gut rein. Was haben wir denn da? Sibirischer Gründling. Na guck, wenn man von ihm spricht. Richtig, richtig nice. 64 Gramm auf Zuckmücke. Na guck. 8 Meter direkt wieder raus. Ja, sowas ist doch richtig nice. Und sowas ist halt auch tatsächlich recht selten. Und dementsprechend kann man eben damit so ein paar Rekorde machen. Ist jetzt nichts, womit man wahnsinnig reich wird. Ist einfach was, wo man vielleicht ein bisschen Spaß hat, wo man eine gute Frequenz hat. Und ja, Hash-mäßig kommt natürlich auch ein bisschen was dabei rum. Aber so richtig ist es das halt. Ne? Hier arktische Marine, das ist halt witzig, wenn sowas reingeht. Wenn so Baikal-Marine reingeht. Oder eben tatsächlich sowas Seltenes. Oder, naja, die Sterlet oder sowas. Das ist natürlich super selten. Ansonsten
durchaus auch einen Spot, wo man einfach mal auf Muschel geht und hier ein paar Muscheln rauszieht. Die werde ich natürlich alle später zu Ködern verhackstücken. Und beim Tunguska Rotauge, da werde ich natürlich auch nochmal gucken, dass ich da ausreichend Köderfische habe. Denn die werde ich nochmal testen als Köderfisch fürs Dreagin-Saibling-Angeln. Da bin ich auch sehr gespannt, ob der da drauf geht. Einfach mal ein bisschen mit den Köfis auf den Saibling gehen. Denn ja, die habe ich so gut wie gar nicht als Köderfische, noch gar nicht in den Taschen. Und dann müssen die mal ran und testen. So viel dazu. Ich ziehe jetzt hier die Nacht noch weiter durch. Einfach wieder ein bisschen im Grundangel-Light. Ich glaube, hier gerade in den gesamten Rekorden sieht man wahnsinnig viel Grundangel-Light. Das läuft gerade richtig gut. Also von daher einfach mal ein bisschen testen. Es ist relativ leicht gemacht. Man braucht bloß eine 3000er Rolle. Und die sind ja super billig, weil, naja, ich sag mal, es geht halt los mit den Spark ab 3000. Die Spark 3000 kostet, glaube ich, 10 Silber. Man kann das tatsächlich ja mit dem Feederset Start schon machen. Selbst damit kann man ja anfangen, am Windenbach oder sowas die Grundangel-Leitrekorde schon mal zu testen. Und wenn man eben solche kleinen Rollen drauf hat, zack, hat man eben ratzfatz sogar noch einen Rekord, vielleicht sogar einen Wochenrekord, vielleicht sogar einen internationalen Wochenrekord. Und wenn man global Wochenrekord hat, dann kriegt man am Ende der Woche, also Sonntag 21 Uhr, nochmal einen Bonus von 300 Silber. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ist halt ein netter Bonus. Ja, so viel dazu. Ich mache jetzt weiter. Ab meine Runde auf Grundangel Light. Petri, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Das gefällt mir mega, mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Die ganze Woche über immer ab 19 Uhr. Bis dahin, Petri.